Yep, meine liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute mal um die Clockwork Rats. Die Clockwork Rats ist eine legendäre Pistole, hergestellt von Atlas, und eine der neuen Waffen, die man im neuen Arms Race Modus bekommen kann. Im Deutschen heißt der Modus Plüllerparade und ist mit dem Designers Cut DLC, der am 10. November für Borderlands 3 erscheint, spielbar. Um den neuen Modus zu aktivieren, müssen natürlich erstmal den DLC besitzen und installieren. Habt ihr das gemacht, könnt ihr euch auf die Sanctuary 3 begeben und bei den Crew-Quartieren den neuen Modus mit Hilfe eines Plakates aktivieren. Nach Aktivierung erhaltet ihr einen neuen Schnellreisepunkt auf Pandora, der euch zum Sturmblind-Komplex führt. Auf der neuen Karte könnt ihr nun den neuen Spielmodus spielen und unter anderem neue legendäre Items farmen. Eine der neuen legendären Waffen ist unter anderem die Clockwork Rats. Die Clockwork Rats kann auf der neuen Map bei jeder beliebigen Beutequelle droppen, sie hat allerdings eine erhöhte Dropchance bei Beutekisten auf der Map, welche von Gegnern beschützt werden, bei Loot bzw. Airdrops, die im Laufe der Spielrunde auf der Map erscheinen, und beim Endgegner der Plüllerparade, der sich in der Mitte der Map befindet. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Version der Clockwork Rats an, die sich in meinem Inventar befindet. So, in meinem Fall ist es jetzt diese hier, eine Level 65er Clockwork Rats mit einem Schaden von 15.844, einer Zielgenauigkeit von 77%, einer Handhabung von 75%, einer Nachladezeit von 1,6 Sekunden, einer Vollrate von 0,61 und einer Magazingröße von 4. Und das rote Text steht hier: Ich schwöre, sie war genau hier, Haare so blau wie der Himmel. Meine hat plus 65% Waffenschaden, plus 35% Waffenzielgenauigkeit und plus 15% Waffenfeuerrate. Und auch der Bonuseffekt steht wieder auf der Waffenkarte, hier steht nämlich: Heilt einen Verbündeten oder belebt ihn wieder, wenn er sich im Kampf um ein Leben befindet. 30 Sekunden Abklingzeit. Und ich würde mal sagen, wir testen die Waffe jetzt einfach mal aus. So, wir sind jetzt wie gewohnt hier wieder unten bei Marcus am Schießstand und feuern wie gewohnt auch wieder mal auf Handsome Jack. Allerdings kann man dazu sagen, dass man die Clockwork Rats jetzt nicht so wirklich, so richtig testen kann. Sie macht zwar Schaden, wie man hier sehen kann, bei mir jetzt knapp 66.000, und auch Körpertreffer funktionieren mit knapp einem Drittel des Schadens. Aber der wirkliche Bonuseffekt der Waffe verrät sich oder versteckt sich vielmehr in dem roten Text. Und zwar ist das ganze Ding eine Anspielung auf Maya. Hier steht ja: Ich schwöre, sie war genau hier, Haare so blau wie der Himmel. Und der Bonuseffekt dieser Waffe steht, wie gesagt, auch unten auf der Waffenkarte. Mit der Waffe kann man nämlich seine Verbündeten im Kampf wiederbeleben, wenn diese sich im Kampf um ein Leben befinden. Und zwar ist das eigentlich relativ cool. Man kann mit der Waffe halt, wie gesagt, einigermaßen guten Schaden machen. Sie hat zwar eine sehr lange Nachladezeit, aber vielmehr ist das Ding eine Heilwaffe und bisher gab es sowas bisher noch nicht in Borderlands 3. Und ich finde es eigentlich ganz praktisch. Das heißt, wenn man jetzt keinen Heiler dabei hat und unterwegs ist und einer der Freunde zu Boden geht, kann man sich einfach die Clockwork Rats auspacken und seinen Verbündeten wiederbeleben. Eigentlich insgesamt ganz cool und deswegen lohnt sich das jetzt auch gerade nicht, auf den Planeten zu reisen, da die Waffe genauer zu testen, weil mit dem Koop-Spielen jetzt momentan, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ist ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, in Deutschland dürfte ich der Einzige sein, der vorab Zugang hat zu den ganzen Waffen und so weiter. Von daher fällt für mich Koop-Spielen erstmal flach, aber ihr könnt die Clockwork Rats dann ja testen, wenn der DLC dann am 10. draußen ist. Und damit würde ich sagen, war es das auch erstmal wieder in diesem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder auch gerne mal ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein!